Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video heute mit dem Oberkracher Frankfurter Rundschau. Schießt einfach mal den Vogel mit ihrer Nachricht über die Löwen in Berlin ab und behauptet rundheraus, Leute, das war ein Mandela-Effekt. Ich wusste erstmal nicht, ob ich lachen oder weinen soll, aber in diesem Video stelle ich dir einerseits den Artikel vor und dann sage ich mal ein, zwei Worte zu den aus meiner Sicht echten Hintergründen vom Mandela-Effekt, weil Mandela-Effekt ist ein ganz schön heftiger Kampfbegriff und das nicht gerade der Menschen, die wollen, dass unser Bewusstsein sich entwickelt, sondern ja, es ist auf jeden Fall ein ganz schönes Schlachtfeld. Aber ja, alles zu seiner Zeit, Schritt für Schritt. Wir gehen erstmal nach Berlin, Kleinmachnow, wo das Ganze stattgefunden hat. Und jetzt, was echte Satire ist und sich auch als Satire versteht, hier Kleinmachnow kommt einfach nicht zur Ruhe. Und jetzt zu der Realsatire, weil der Artikel, denke ich, ist durchaus ernst gemeint von der Frankfurter Rundschau. Und hier mal zum Artikel. FR.de schreibt, hinter den Raubtiersichtungen steckt ein psychologisches Phänomen. Naja, und sie schreiben, was wir halt alles schon kennen. Tatsächlich trieb wohl nur ein Wildschwein sein Unwesen am Stadtrand. Die Bilder haben wir uns ja alle angeschaut. Und wer glaubt, dass das ein Wildschwein ist, der glaubt natürlich auch, dass andere, was so in den Nachrichten berichtet wird, sage ich mal vorsichtig. Und dann geht's weiter. Mutmaßlicher Löwe in Berlin, warum wir manchmal von falschen Erinnerungen überzeugt sind. Also es wird auf jeden Fall heftig. Die Psyche spielt uns öfter Streiche, etwa wenn es um Erinnerungen an Ereignisse geht, die niemals stattgefunden haben. Man nennt es auch den Mandela-Effekt. Demnach können sich Menschenmassen falsch an ein Ereignis erinnern. Und allein in diesen ersten Zeilen, ja, ist schon so viel Wust drin, ja, dass man erstmal alles klarstellen muss. Also, liebe Frankfurter Rundschau, anscheinend wird hier bewusst oder unbewusst versucht, ein Thema, was in der Tat Tiefgang hat, ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, denn Mandela-Effekte beziehen sich also aus meiner Erfahrung auf wirklich alte Erinnerungen und an Ereignisse, die mehrmals stattgefunden haben und woran Menschen sogar einen emotionalen Bezug haben. Also zum Beispiel die Zahnspange von Dolly aus dem James-Bond-Film Moonraker. Da schreiben mir die Leute, ich habe den Film dreimal, viermal, fünfmal gesehen. Beim sechsten Mal waren dann noch Freunde dabei und ich musste schon den Mund halten und schmunzeln vor dieser Szene, damit ich nicht was verrate. So, und wenn dann, wie jetzt ja, also geschehen, man auf einmal merkt so, wo ist denn die Zahnspange hin? Und es so aussieht, als hätte Dolly niemals in diesem Film eine Zahnspange getragen, dann ist das ein echter Mandela-Effekt. Wobei Mandela-Effekt ist halt eben wirklich ein Kampfbegriff und bezieht sich eigentlich auf was, was schon viel länger stattfindet und wonach Menschen auch schon suchen, aber ja, was sozusagen nie so richtig in den Mainstream gekommen ist. Dazu gleich noch mehr. Also erstmal, um das klarzustellen, ein Mandela-Effekt ist nicht, ich habe mal kurz hingeschaut und erinnere mich falsch oder ich lasse mir irgendeinen Unsinn einreden, so wie die Frankfurter Rundschau versucht, uns hier etwas zu erzählen, sondern bei Mandela-Effekten erinnern sich Menschen felsenfest an Ereignisse und sie sind schockiert, wenn sie sehen, so krass, so soll das bitteschön immer gewesen sein. Das ist doch ein kleiner Unterschied. Und hier, das ist ganz interessant, Mandela-Effekte in den Google-Suchanfragen gibt es seit 2016 ungefähr und es wird uns immer als Konfabulation weisgemacht, also dass praktisch das Gehirn irgendwelche Dinge dazu spinnt, also auf gut Deutsch, du hast einen Knall, aber du willst dir halt eben nicht eingestehen, dass deine Erinnerung dir einen Streich spielt und deswegen ja, rettest du dich halt mit dem Mandela-Effekt. Weiter, Frankfurter Rundschau schreibt, viele Menschen dachten etwa, dass Nelson Mandela in Gefangenschaft gestorben war. Tatsächlich war er aber 1990 gesund aus der Haft entlassen worden und erst Jahrzehnte später verstorben. Nun habe ich da schon einige Videos zu gemacht, ja, die Geschichte von Nelson Mandela mal in Kurzform. Also schauen wir mal hier, 1962 und 1990, als er dann wieder aus dem Gefängnis entlassen wurde, ja, ein lächelnder, zufriedener alter Mann, wo also wirklich viele Leute sagen so, hä, also
Das soll wirklich jemand sein, der 30 Jahre als politischer Gefangener in einem afrikanischen Knast erlebt hat. Also sieht eher aus wie einer, der in einem Fünf-Sterne-Resort die ganze Zeit gelebt hat. Und auch der Norman vom Kanal Norm Investigativ sagt, dieser Mann könnte eher der Vater von Barack Obama sein, als das ältere Ich als von Nelson Mandela. Das haben mir viele meiner Zuschauer geschrieben, wenn man sich die Mundpartien anschaut und auch so die Ohren und sowas alles, dann merkt man schon so, okay, das ist wirklich krass. Und wenn man sich auch mal überlegt, ja, dass ja heute mit, also wirklich AI, mit Deepfakes, mit Masken, mit allen Tricks gearbeitet wird, dann kann man davon ausgehen, dass das auch vor 1990 schon gemacht wurde. Und wenn es da wirklich Unruhen gab, weil eben vielleicht Nelson Mandela im Gefängnis verstorben ist, dann hat man ja mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, wenn man sagt, so hier ist er doch, weißt du? Und vor allem, einige sagen halt auch, er war praktisch die Verbindung dazu, dass halt dann Barack Obama der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten werden konnte. Und das Konzept dahinter, die Menschen, die das professionell machen, nennen sich Spin Doctors, die stellen halt genau sowas her. Also, um es kurz zu machen, die Sache mit Nelson Mandela, also die stinkt auf jeden Fall, die hat ein Geschmäckle und ein echter Mandela-Effekt, der ist jetzt nicht, wie gesagt, wie uns die Frankfurter Rundschau erzählen soll, sondern in der Regel gibt es Überreste. Das heißt, Menschen erinnern sich wirklich felsenfest an etwas und wenn man recherchiert, findet man sogenannte Überreste, zum Beispiel Artikel, wo Menschen über irgendwas schreiben, wie zum Beispiel Dolly, dass sie halt eine Zahnspange hat oder Baloo aus dem Dschungelbuch, der mit seinem Kokosnuss-BH tanzt, wie man es jetzt auch noch sieht, in Disneyland zum Beispiel. Schon interessant, ach ja, oder eben das Kennedy-Attentat, auf einmal sitzen 6 Menschen im Auto in einer also wirklich unnatürlich langgezogenen Limousine und vorher waren es einfach nur 4, alle sind schockiert und im Museum steht als Überbleibsel halt eben noch eine kurze Limousine, wo nur 4 Sitze sind, ja, also das ist schon ganz schön verrückt. Weiter nochmal, Frankfurter Rundschau schreibt, das kollektive Bewusstsein spielt dabei auch eine Rolle, denn der Mandela-Effekt ist umso stärker, je mehr Menschen von den falschen Erinnerungen überzeugt sind. Die intensive Berichterstattung über die Suche nach einem Löwen in Berlin könnte ihren Teil dazu beigetragen haben, das Thema in die Köpfe der Menschen zu verfestigen. So, und also man muss ja wirklich mal sagen, das ist schon wirklich sehr, sehr frech, weil es grenzt ja an ein psychologisches Phänomen, ein echtes Phänomen des Gaslightings, wo man Leuten eben erzählt, hey, pass auf, du hast das nicht gesehen, obwohl jemand wirklich was gesehen hat, um ihn gezielt zu verunsichern. Also Gaslighting ist, wenn jemand versucht, den anderen Menschen gezielt zu verunsichern, bis zum völligen Zusammenbruch. Das Opfer kann schließlich nicht mehr zwischen Wahrheit und Schein unterscheiden und genau, also das findet hier meiner Meinung nach statt, ja, also wenn da dir erzählt wird, so, hey, ihr seid doch alle blöd, ja, und nur weil es in den Nachrichten kam, redet ihr euch das ein und das ist dann sogar noch der Mandela-Effekt, was ja damit gar nichts zu tun hat, dann ist das schon eine ganz schön starke Nummer. Ja, und jetzt mal, was ist denn der Mandela-Effekt? Also nach all meinen Recherchen und ich habe ja vor kurzem erst in Zürich einen 4-Stunden-Vortrag darüber gehalten und habe da wirklich lange für recherchiert. Es ist einerseits ein Versuch, bösen Buben ein echtes Bewusstseinsphänomen an sich zu reißen. Denn schauen wir mal, dieser Google Ngram Viewer, der zeigt, wie oft in Fachliteratur Begriffe gesucht wurden, weil die Google-Suche, die geht ja nur ein paar Jahre zurück und 2016 kam dann der Kampfbegriff Mandela-Effekt. Und aus meiner Sicht ist das gemacht worden, um halt die Deutungshoheit zu haben, damit genau solche Artikel die Leute einfangen. Und wenn die Leute halt eben nicht auf dieser Ebene stehen bleiben, ja, das habe ich mir nur eingebildet, was kommt dann als nächstes? Dann kommt CERN und Quantencomputer, dann haben sie wieder Angst, sind eingeschüchtert, oh, es sind doch sie mit ihrer krassen Technik. Aber am Ende ist es halt wirklich ein, denke ich, ein natürliches Phänomen der Menschen. Und ich zeige dir das auch anhand eines Videos von Dieter Bröers. Er bringt die Verschiebung des magnetischen Nordpols mit unserem Bewusstsein zusammen und legt man diese beiden Kurven, also dieses
Auftreten von dem Suchbegriff False Memories in der Literatur mit der Verschiebung des magnetischen Nordpols zusammen, was ja, wie gesagt, aus seiner Sicht mit der Veränderung unseres Bewusstseins zusammenhängt, dann merkt man, oh, die sind ja ziemlich deckungsgleich. Also Mandela-Effekte treten parallel zur Bewegung des magnetischen Nordpols auf. Dieter Bröers bringt das mit unserem Bewusstsein in Verbindung. Aus meiner Sicht sind sie ein echtes, wichtiges, reales Phänomen, was mit einerseits unserem Bewusstsein und mit der Natur unserer Wirklichkeit zusammenhängt. Und das ist wie sozusagen eine Einladung, die Wirklichkeit unserer Natur zu hinterfragen. Tom Campbell, also der Autor von My Big Toe, der wirklich sehr fundiert recherchiert hat, sagt halt auch, das ist ein Stups des größeren Bewusstseins sozusagen und will uns darauf hinweisen, Leute, schaut mal. Also du kannst nicht wegschauen, das ist wirklich der Elefant im Raum, aber wer halt eben wirklich diesen, Mainstream-Narrativ glaubt, also ja, hier Konfabulation und du spinnst halt einfach nur und das halt aber in einem wissenschaftlichen Fachbegriff versteckt, der sollte dann halt eben weiter graben. Ich habe ein umfangreiches Video zu den Mandela-Effekten gemacht, mehrere, und das Video, was ich letztendlich auf das bezieht, was ich gerade gesagt habe, nennt sich Fehler in der Matrix. Blende ich dir hier auch nochmal ein. Wenn du Lust hast, bist du herzlich eingeladen, dir nochmal ein ganz anderes Bild über Mandela-Effekte anzuschauen sozusagen. Dann kannst du ja entscheiden, hey, glaube ich der Frankfurter Rundschau, die mir letztendlich sagen will, so, hey, du bist ja total verpeilt und es ist ein psychologisches Phänomen und ihr habt ja alle einen an der Klatsche. Oder lasse ich mich da doch ein bisschen tiefer hindurchführen und bin dann vielleicht auch der Meinung, oder du kommst vielleicht auch zu dem Schluss wie ich, dass da wirklich ein ganz, ganz spannendes Phänomen hintersteckt, was halt aber Mainstream-medial versucht wird, ins Lächerliche zu ziehen. Das war's für dieses Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Kai Brenner.